Mai Ayim war eine afrodeutsche Autorin, Pädagogin und Aktivistin der schwarzen Bewegung in Deutschland. Sie ist 1960 in Hamburg geboren. Ihre Mutter war einer weißen deutschen Frau und ihr Vater war eines ghanaischen schwarzen Austauschstudenten. Nach ihrer Geburt war sie in ein Heim gegeben und von einer weißen deutschen Familie adoptiert. Wegen ihrer dunklen Hautfarbe war sie Opfer von Rassismus und hat immer fremd gefühlt. Sie wollte weiß sein. Ihre Adoptiveltern waren streng und sie hatte eine unglückliche Kindheit. Nach dem Abitur schreibt sie sich an der Universität Regensburg ein und studiert Pädagogik. Als sie ihre Diplomarbeit über die Geschichte von Afrodeutschen über Rassismus begann, sagt ihr Professor, Rassismus in Deutschland gibt es nicht. Jedoch war ihr Text ein wichtiger Teil des Buches Farbe bekennen, das sie mit anderen afrodeutschen Aktivisten geschrieben hat. Nach ihrem Abschluss zog sie nach Berlin. Dort hat sie Aktivistin und Schriftstellerin Audre Lorde kennengelernt, die ihr Mentorin wurde. Sie hat auch als Lehrbeauftragte, Sprachtherapeutin und Studienberaterin in Berlin gearbeitet. Sie sprach auf verschiedenen Konferenzen in den Vereinigten Staaten, London und Toronto. Später war sie als Spoken Word-Künstlerin und Dichterin bekannt. Sie nahm ihr Leben am 19. August 1996.